George Floyd und unzählige andere Menschen sind wegen ihrer Hautfarbe misshandelt und getötet worden. Gott spricht, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Über 450.000 Menschen sind inzwischen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Gott spricht, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Jede dritte Ehe in Deutschland wird geschieden. Ein Treueversprechen gilt nichts mehr. Gott spricht, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Ein Freund verlor mit 3 Jahren seinen krebskranken Vater. Als Jugendlicher findet er seinen Stiefvater tot mit einem Herzinfarkt im Sessel. Mit Mitte 20 trägt er am 2. Weihnachtsfeiertag auch seine Mutter zu Grabe, die den Kampf gegen den Krebs verloren hat. Gott spricht, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Wo ist Gott? Hat er sich zurückgezogen oder sind all die Geschichten der Bibel erfunden, das Zeugnis meiner Eltern und Großeltern gelogen? Mich beschleicht das Gefühl, dass Gott uns verlassen hat. Ich höre noch das Knallen der Tür, die ins Schloss gefallen ist, weil der Herr aller Völker den Menschen keine Bedeutung mehr beimisst. Er hat uns die Welt anvertraut. Sie zu behüten und zu bebauen wollte, dass wir einander lieben, füreinander sorgen, nacheinander schauen. Doch wir sind abgerückt von seinem göttlichen Plan, haben in Sünde gelebt, viele Chancen vertan. Wie kann ich es ihm verübeln, dass er fortgegangen ist? Warum sollte Gott über uns wachen, wenn wir es nicht mal schaffen, auf die uns anvertraute Welt aufzupassen? Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Es wird still um mich. Ich rede ins Leere. Gott ist weg, der Herr der Heere, und ich stehe allein in einem langen Flur, suche die Tür, durch die Gott verschwunden ist, und höre nur ein paar leise Schritte in der Ferne verhallen. Gott hat die Welt verlassen, ich bin zu oft gefallen. Doch halt, ich stocke, was höre ich da? Die Schritte verhallen nicht, sie sind plötzlich ganz nah. Hat Gott seine Meinung geändert? Es klopft an der Tür. Ich bin der, ich bin da, das sagt er mir. Doch hat das Versprechen nicht ein Ende gehabt? Das Unheil der Welt ist der Zeuge, dass Gott keine Lust mehr auf uns Menschen hat. Ich bin verwirrt, weiß nicht, ob ich öffnen soll. Gott scheint zurückzukehren und ich bin voll Zweifel, ob er es wirklich ist. Dann stelle ich fest, dass er mich vermisst. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, die Worte verändern sich. Ich stehe an der Tür und frage mich, wer ist geblieben und wer ist gegangen? War ich es, dem die Nebel die Sicht verhangen haben? Ich bleibe sprachlos vor dem Unheil, das geschah, denn mir wird bewusst, Gott war immer da. Ich sah ihn und nicht vor lauter Tränen in den Augen, weil ich dachte, ich könnte nur an mich selber glauben. Wie kann Gott all das Leid zulassen? Ich weiß es nicht. Doch ich weiß, er steht an der Tür, ich öffne die Tür und schreie ihm ins Gesicht. Wo warst du, als all die Menschen starben, viele Kinder ihre Eltern verloren und Menschen zurückblieben? Mit tiefen Narben. Gott bleibt stumm. Eine Träne läuft an seiner Wange entlang. Im Hintergrund höre ich den Engelsgesang. Wo bin ich hier? Was verändert sich? Die Welt scheint so weit entfernt. Gott entführt mich. Ich blick vom Himmel herab, aus dem All, von Gottes Hand getragen, damit ich nicht fall. Und ich erkenne die Menschen, wie sie dort unten gehen. Keiner schaut den anderen an, auch Gott haben sie nicht gesehen. Den Blick in den Spiegel gerichtet, ganz in sich selbst gekehrt, gehen sie allein voran, denn sie haben nicht gehört, was Gott ihnen einst versprochen hat. Markus berichtet, wer bittet, muss glauben, dass er es bereits erhalten hat. Doch wir vertrauen lieber auf unsere eigene Kraft. Gott hat die Welt geschaffen, aber dass er auch heute noch Wunder schafft, das glaube ich nicht. Dazu fehlt mir der Beweis. Herr, gib mir doch Glauben, damit ich es weiß.
Wir müssen nur glauben. Dann beweist er es uns. Wenn ich sage, Herr, gib mir ein Zeichen, dann glaube ich dir, dann schmunzelt Gott und antwortet mir, glaub du nur zuerst. Und du wirst es sehen, welche Wunder durch Glauben auf der Erde geschehen. Ich will nun auf die Straße gehen und allen erzählen, Gott ist da und er sorgt sich um uns. Ich kehre zurück. Gottes Hand setzt mich ab, doch ich spüre nicht, dass sich in der Welt etwas verändert hat. Das Leid ist geblieben. Die Tränen sind nicht versiegt. Doch ich weiß jetzt, dass es eine Hoffnung gibt. Denn ich kann an einer neuen Gesellschaft bauen, die nicht in den Spiegel starrt, sondern beginnt, Gott anzuschauen und bald erkennt, dass er Frieden und Gemeinschaft schenkt. Glauben, wie wenn ich ihn sehe, den habe ich nun. Und es ist mir leid, mich auf meinen eigenen Kräften auszuruhen, denn Größeres kann ich verändern in der Welt, wenn ich darauf vertraue, dass Gottes Hand mich hält. Es ist nicht Gott, der sich verändern muss. Ich bin es, der gegen den Fluss ankämpfen muss, um die Wunder zu sehen, die trotz all des Leides täglich geschehen. Friede, Holderseelenfriede kehrt in mir ein, denn in Gottes Vatergüte darf ich immer sein. Das Kreuz ist das Zeichen, Gott hat uns so sehr geliebt, dass er den erstgeborenen Sohn für uns gibt. Das Wunder der Wunder lässt uns im Leiden sehen, dass wir einst mit Christus auferstehen. Und auch wenn wir hier geplagt sind von Leid, kehren wir einst heim in die ewige Glückseligkeit. Doch das ist mir nicht genug. Christus begann auf Erden sein Reich zu begründen. Wir müssen nun bauen und neue Steine finden, die ihren Blick abwenden vom Spiegel des Ich und Christus im Nächsten erkennen und auch in sich, die spüren, dass Gott uns schon heute Liebe verheißt und uns aufruft zum Leben im Geist, der der Friedensstifter ist. Wir können die Katastrophen nicht ungeschehen machen. Viele Menschen sind gestorben, für lange Zeit verstummt das Lachen. Doch Gott schenkt auch Hoffnung, wo es aussichtslos scheint. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, das ist nicht als letztes Wort gemeint, denn mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln, mit ewiger Gnade mich deiner erbarmen, höre ich Gott im Angesicht der Not stammeln. Ich bin nicht allein, darauf vertraue ich jetzt. Auch wenn ich dich nicht sehe, meine Hoffnung setzt in dich, den einzigen und wahren Gott, den ich bin da, in aller Not. Dann kann ich nun auch die Hoffnung sehen, dass trotz all des Leidens noch Wunder geschehen, die Zeugen sind für Gottes Gegenwart und ich nicht gefangen bin im endlosen Rad des Lebens der Welt. Denn Gott schenkt Friede, holden Seelenfriede, ein Paradies für das Gemüte. Über 4 Millionen Menschen haben das Virus überstanden. Erste Medikamente zeigen Wirkung. Gott spricht, mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen. Alle 40 Sekunden wird in Deutschland Eltern ein Kind geschenkt. Gott spricht, mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen. Bekannte von mir, die sich noch vor der Geburt ihres Kindes getrennt haben, finden 30 Jahre später bei der Hochzeit ihrer Tochter wieder selbst als Paar zusammen. Gott spricht, mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen. Wir sind nicht allein. Amen.